Lehm ist ein leicht verfügbarer Baustoff und dadurch auch traditionell fast in allen Kulturen beliebt. Gut, wir lassen mal die Eskimos jetzt außen vor. Aber ansonsten finden wir die Lehmbautradition eigentlich in allen Kulturen. Und richtig gemacht kann man auch aus dem Lehm wunderbare Häuser errichten. Da gibt es überhaupt keine Debatte darüber. Ich habe auch die ganze Fachliteratur des Lehmbaus habe ich natürlich verschlungen. Der Lehmbau hatte auch eine gute Tradition nach dem Krieg sogar oder auch schon im Krieg, wie normale Baustoffe, die mit Energiereichtum nur herzustellen waren, wie die immer knapper wurden, hat man sich besonnen, auch schon im Dritten Reich, aber auch in der Wiederaufbauzeit, auf die Qualitäten von Lehmbauten. Das ging dann aber ganz schnell weg, weil dann eben dieser industrielle Zuwachs dann da war und die industriellen Baustoffe die Überhand bekommen haben. Allein mit dem Lehm, sage ich mal, kann man die deutschen Wohnprobleme nicht lösen. Viele schätzen natürlich die Oberflächeneigenschaften, aber was nützt es alles, wenn ich zu dichte Fenster habe, wie sie auch überall sind, und die ganze Sache nicht systematisch verstanden wird, wenn falsch geheizt wird, falsch gelüftet, falsch befenstert, die Wand auch falsch ist und dann will man mit dem Innenputz Lehm, der nebenbei viel teurer ist als ein Kalkmörtel, als Putz, weil das ist sehr aufwendig, trotzdem handwerklich herzustellen. Damit kann man es nicht lösen. Und die Hoffnung besteht aber, und in diesen Markt oder in diese Hoffnung hinein kommt nur das Lehm-Marketing. Und da muss man eben auch genug, sagen wir mal, die Sache in ihrer Komplexität erfassen. Wenn man in jeder Fachwerkreparatur, wo ich noch Lehmgefache habe oder auch wo ich Lehmschüttungen oder Lehmpackungen in meinen Decken oder in den Fußböden habe, ja, bin ich natürlich der Erste, der auch mit Lehm die Tradition weiterführt in der Sanierung. Aber dass ich jetzt aber mal funktionierende alte Konstruktionen rausreise, um die gegen Lehmbauweise zu ersetzen, wenn ich in Fachwerkgefachen eben schon vorfinde, dass sie ausgemauert sind mit Mauersteinen, die reiße ich doch nicht raus, um da wieder mit Lehm und Flechtwerk da einen großen Sport zu entfalten. Das schließt nicht aus, dass ich ein neues Fachwerk auch wieder mit Lehmgeflecht fülle. Habe ich auch gemacht. Ich muss das eben differenzieren. Solange ich keine Folien verwende, solange ich einen durchgehend gleichmäßigen Baustoff habe, wie zum Beispiel Lehm und dazwischen Stroh, ist das perfekt. Ja. Also wenn ich die Luftdichtheit, also die Winddichtheit mit dem Stroh herstellen kann im Lehm, dann ist das perfekt. Ja. Dann habe ich auch genau dieses System, ich habe einfach eine durchgehende Schicht. Sobald ich verschiedene Materialien habe, ja, die vom Durchgangswert her, von der Feuchtigkeit her verschieden sind, habe ich immer einen Kondensatauswurf, egal wie das berechnet wird. Also die ganze Berechnung von diesem Kondensatauswurf und dass das im Sommer dann eh wieder austrocknet, ist ein kompletter Schwachsinn, weil die Dämmung dann nass ist, wenn sie dämmen soll, nämlich im Winter. Und das nutzt mir nichts, dass das im Sommer wieder austrocknet, wenn sie den ganzen Winter nass ist. Ja? Wenn du einen nassen Socken anziehst und in die Kälte rausgehst, dann weißt du, wie viel der warm hält. Gar nichts. Und darum ist es wichtig, monolithisch zu bauen. Das heißt, nur einen durchgehenden Baustoff verwenden. Sobald ich eine Folie habe, eine Dichtbahn oder irgendwas, ist die Wirkung weg. Und das habe ich bei Lehmbauten eben. Der Lehm ist extrem offen, das Stroh selber auch. Ja, beim Stroh habe ich immer ein bisschen das Problem, dass ich dafür sorgen muss, dass ins Stroh keine Feuchtigkeit reinkommt. Ja, jetzt muss ich Ihnen das irgendwie dichter machen, dass eben die Feuchtigkeit nicht in das Stroh reingeht, weil das mockt man weg, wenn da Feuchtigkeit reinkommt. Obwohl es eh recht resistent ist auch gegen Feuchtigkeit, aber zu viel vertragt es einfach nicht. Und wenn ich im Winter in einer Wohnung wohne, dann ist draußen trocken, herinnen ist es feucht, weil ich lebe ja da, ich habe Feuchtigkeit herinnen, ich koche da, ich habe selber Ausdünstungen, ich heize, es ist warm. Das ist wie ein Kellomat. Das ist wie Druckkochtopf. Ja? Und irgendwo findet die Feuchtigkeit dann ein Loch, wo sie rauskommt und reinkommt, in die Stroh oder in die Dämmung und dann den ganzen Winter. Und im Frühjahr sieht man dann außen schon die ersten Schimmelpilze und die Dinge und so weiter. Und in dem lebt man ja drinnen. Ne? Das ist der Blödsinn, ja? Dass es der Lebensraum ist. Ja? Von dem her ist für mich Stroh nicht so sympathisch, weil es das Wasser nicht aushält. Diese Elemente, das Holz, da baue ich Swimmingpools damit.
Gartenteiche, das kann ich unter Wasser geben, das Holz. Und danach wieder ganz normal aufstehen, ohne dass das Schaden nimmt davon. Das Holz einfach genial ist, so wie es ist. Wenn es das Stroh lehm, wie uns das wieder mischt, das ist wieder was anderes, weil dann hast du wieder den durchgehenden Baustoff. Aber die Strohballenhäuser, die jetzt gebaut werden, ja, als alternative Bauweise, die ist ja so, dass die Ballen noch an außen und innen mit einer Holzschicht sozusagen vertäfelt werden, um das Stroh zu schützen. Und da habe ich jetzt wieder diese verschiedenen Schichten. Und das ist das Problem, nicht? Aus einer Pressspanplatte, innen MDF-Platte oder OSB-Platte wird genommen. Theoretisch ist es natürlich so, dass die Feuchtigkeit dort durchgeht, durch die erste Platte und dann durch das Stroh und dann nach außen abgeben wird. Aber das ist nur Theorie. Wenn ich das natürlich mische, wenn ich sage, ich nehme Lehm her und Stroh häckseln dazu und mache ein Gemisch draus, dass das wieder homogen ist, das Ganze durchgehend gleiche Eigenschaften, dann bin ich wieder bei dem Baustoff, nämlich beim monolithischen Baustoff, wo ich durchgehend die gleichen Eigenschaften im Material drinnen habe. Und dann habe ich das wieder. Die Feuchtigkeit wird ganz regelmäßig durchaus abgegeben. Das Stroh sorgt dafür, dass ich einen Dämmfaktor habe. Und der Lehm sorgt dafür, dass die Feuchtigkeit abgeführt wird oder in den Raum abgeben wird, wenn es drinnen zu trocken ist, wie es im Sommer ja meistens ist. Also das ist dann wieder ideal. Ist aber auch wieder aufwendiger in der Herstellung, weil die Strohballen, die habe ich nur hingeschlichtet, ja, und dann angeschmiert. Ja. Aber wenn du dieses Gemisch selber machen musst, dann musst du das irgendwie in Form bringen, musst das schalen, musst das aufpappen. Solche Spannweiten, wie man da haben, 7 Meter oder so, ist unmöglich mit so einem Gefüge. Da brauchst du eine Trägerkonstruktion dazu. Und so, aber vom Material her selber ist das super. Alles, was monolithisch ist. Das ist Holzhackschnitzel mit Lehm vermengt in Kletterschalenstampfbauweise. Es wird dann eingestampft und diese Holzhackschnitzel, die verkeilen sich. Und deswegen gibt es dann auch die Stabilität. Also da. Ja, also die Lehmbaustampfweise hier mit den Holzhackschnitzeln, die ist eigentlich kinderleicht. Kann eigentlich jeder, wenn man ein bisschen handwerklich begabt ist. So. Es werden einfach Schaltafeln an die Balken geschraubt. Dann wird das Material einfach eingefüllt und gestampft. Dann kann es einen Tag ausdrucken und so, und dann kann man die Tafel einfach wieder lösen mit dem Akkuschrauber und eine Stufe höher setzen und dann stampfen wir wieder ein. Problematisch wird es halt im oberen Bereich, so, weil man da nicht mehr hinterfüllen kann. Ja? Da muss man dann quasi mit einer Harke dann von oben reinstampfen. So, ja. Beim Lehmputz gibt es ja verschiedene. Es gibt einen Grobputz, einen Feinputz. Ja? Und das ist eigentlich der Grobputz. Und man sieht einfach noch hier die Materialien, die im Lehm drin sind. Ja? So Hanfschäbe ist noch drin. Und es gibt einfach so eine wunderbare Stabilität irgendwie so. Und ist dann kratzfest. Ja? Und ich bin also total begeistert von dieser Konstruktion. Ich sag mal so, wenn der frühere Handwerker die Chance gehabt hat, Ziegelstein zu bekommen, hat er lieber den Ziegelstein da reingebaut als mit Lehm und mit den damit verbundenen Komplikationen Richtung Bautrocknung, Schwund. Alles, was da eine Rolle spielt, mühsames Beschichten, das war alles nicht so einfach. Und wenn er da eine Packung Backsteine reingeschmissen hat in sein Gefache, da ist er dann doch auch bequemer fertig geworden, ohne Qualitätsnachteile. Und von der Wärmehaltung, gut, das deutsche Fachwerk ist im Durchschnitt zwischen 13 und 15 cm stark. Ob ich da jetzt ein Lehm im Gefach habe oder einen Backstein, das ist in der Massivität kein großer Unterschied, sage ich mal. Gut, den Lehm, den kann man abmagern, hat ein bisschen mehr Dämmwirkung, ist vielleicht auch Holzgeflecht da noch mit drin.
da gibt es schon Unterschiede, aber ob die dann sich in der Beheizung des ganzen Hauses so stark ausgewirkt haben, weiß ich nicht. Also glaube ich, kann man nicht so jetzt richtig greifbar machen. Ja, das Problem ist ja folgendes. Wenn ich die Materialdichte als Ausgang nehme, die auch in Korrespondenz steht mit der Wärmeleitfähigkeit, dann kann man sagen, eine massive Außenwand, also mit möglichst hoher Materialdichte oder Rohdichte des Baustoffs, kann am meisten Solarenergie aufnehmen und reinsaugen. Als Falle für Sonnenenergie funktioniert natürlich ein massives Mauerwerk am besten. Wenn wir aber bis zur Innenoberfläche uns das fortsetzen, diesen Gedanken einer möglichst hohen Massivität, dann nimmt ein massiver Baustoff auch aus einer erwärmten Luft oder aus einer Wärmestrahlungsquelle viel mehr Energie raus, bis er auf Temperatur kommt, auf eine Oberflächentemperatur, die ich als Mensch in diesem Wohnraum haben will. Das heißt, was innen gut ist, muss nicht außen gut sein und umgekehrt. Und deswegen, sage ich mal, ist auch der historische Fachwerkbau, der hat nicht unbedingt eine Lehmoberfläche, sondern hat auch da schon einen wesentlichen porigeren Baustoff gehabt, und zwar dann eben einen Kalkmörtel. Ja, oder hat auch Wandbespannungen gekannt oder Holzverkleidungen in Wohnräumen. Also da hat man schon Wandteppiche, hat verschiedene Strategien gehabt, um die Wärmeaufnahme der Innenseite der Gebäudehülle zu vermindern. Wenn das nicht mit so großen Feuchteproblemen verbunden wäre, wäre das heute auch noch die ideale Sache. Außen massiv, um möglichst viel Solarenergie einzutanken, auch im Winter, in der Heizperiode, und innen möglichst geringe Wärmeaufnahme. Das bedeutet, dass eben sehr schnell durch Heizung auch eine Oberflächentemperatur zu bekommen ist, die uns Menschen dann angenehm ist.